Hallo YouTuber und herzlich willkommen bei The Picane und dem Unboxing des Apple Pencils. Wie immer schön in einer weißen Verpackung. Oben drauf zu sehen, der Apple Pencil an sich. Auf der Seite, der Apple Pencil Schriftzug. Hinten haben wir nichts. Auf der Seite wieder Apple Pencil Schriftzug. Hier haben wir die Öffnungslasche. Und auf der Rückseite, mit welchem Gerät es kompatibel ist, Seriennummern und sonstiges. Dann packen wir ihn auch schon aus. Hier an der Lasche ziehen. Und wie wir gleich sehen, designed by Apple in California. Dann fangen wir hier an der Lasche an. Und schauen uns mal genauer erstmal an, was wir hier in unserem Pappschuber drin haben. Zum einen wäre das ein Ladestecker, womit wir ein ganz normales, handelsübliches Lightning-Kabel mit dem Apple Pencil verbinden können zum Laden an einem Netzteil. Dann eine Ersatzspitze, auch sehr schön. Dann die Papiere, wie wir was miteinander verbinden und Kurzanleitung, wie was funktioniert. Dann sämtliche Sicherheitshinweise in verschiedenen Sprachen und die Garantiebelehrung. Soweit so gut. Wie üblich immer sehr wenig und gering gehalten. Dann kommen wir selbst schon zu dem Stift an sich. Hier liegt er drin. Ich finde gar nicht mal so schlecht. Wieder schön die Verpackung, wie immer, gut durchdacht. Und da haben wir ihn auch schon. Den wunderschönen Apple Pencil. Ich werde ihn leider nicht auspacken aus der Folie, weil es ist nicht mein Stift, den habe ich mir nur ausgeliehen für dieses Video. Ich selber besitze noch keinen, was aber demnächst folgen wird. Hier hinten haben wir diese wunderschöne Kappe mit dem Lightning-Anschluss zum Laden. Ich finde, der sitzt recht fest, nicht so wie die meisten sagen, dass der etwas locker sein soll. Ich finde, der ist richtig gut fest. Also hier wackelt auch nichts. Dann haben wir hier den Apple Pencil Schriftzug und selbst die Spitze hier. Dann schrauben wir die ganze Spitze mal ab, wenn es funktioniert, um zu gucken, wie es darunter aussieht. Ja, hier haben wir den Drucksensor für die Erkennung. Schrauben wir das Ganze mal wieder zusammen. Und dann wollen wir mal gucken, wie er sich in der Praxis schlägt. Dazu nehmen wir unser iPad Pro, womit es derzeit nur kompatibel ist. Es gibt kein anderes Gerät, was dieses kann. Packen wir das mal aus hier. So. Dann entsperren wir erstmal und verbinden den Pencil mit dem iPad. Wir nehmen den Dock-Connector, stecken ihn hier unten ran an unser iPad. Dann warten wir kurz. Und dann kommt die Meldung, Bluetooth aktivieren. Wir haben kein Bluetooth eingeschaltet. Und dann fragt er uns, ob wir den Apple Pencil mit dem iPad koppeln möchten. Das möchten wir, also sagen wir koppeln. Und schon war es das auch. Wir können hier oben in unserem Menü nachsehen, ob der Stift erkannt wurde. Dort steht er. Apple Pencil erkannt. So, dann können wir ihn jetzt abziehen. Stecken natürlich unsere Kappe wieder drauf. Und probieren, ob er funktioniert. Und wie wir sehen, man kann damit hin und her wischen. Das funktioniert einwandfrei. Dann nutzen wir auch mal eine App dafür. In dem Fall ist es die, wie hieß die App? Ist die Memo App, die es im App Store umsonst gibt. Und dann probieren wir es mal aus.
Es funktioniert einwandfrei. Also vom Schreibgefühl fast wie ein richtiger Stift, muss ich ehrlich gestehen. Erkennung super schnell. Kann ich mich nicht beklagen. Ich bin selber sehr erstaunt. Also für einen elektronischen Stift wirklich sehr gut. Er liegt auch gut in der Hand. Ist nicht zu leicht, nicht zu schwer. Die Größe, okay, hätte etwas weniger sein können, aber für einen Stift nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal, wie sich das verhält, wenn wir ein Malprogramm nehmen. In meinem Fall Sketchbook von Autodesk. Auch in der Freiversion. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich das Ganze mit dem Druckempfinden verhält. Bei Apple wirkt ja damit, dass wir, wenn wir doller aufdrücken, die Schrift dicker wird und wenn wir weniger aufdrücken, dass das ganz dünn wird. Schauen wir uns das mal an. Erst leicht und jetzt dicker. Wie wir sehen, es funktioniert wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Nehmen wir schwarz für den direkten Vergleich. Das Ganze nochmal. Erst leicht und dann Dollar. Boah, kann man sagen, ist nicht schlecht. So, das war es dann auch schon soweit mit dem Apple Pencil. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, schreibt was in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video wieder, wenn es heißt The Pecan. Und bis dahin. Bye bye und man sieht sich. Tschüss.